So, ich bin ja jetzt auf der Spielwarenmesse 2023 bei Fischer Technik auf dem Stand und wir machen kurz einen Messerundgang und mal kurz einen Einstieg. Wen habe ich hier vor mir? Hallo zusammen, mein Name ist Marc Schrag. Ich bin bei Fischer Technik für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich und schauen wir uns zusammen an, was wir hier Schönes Neues haben. Genau. Genau. So, wir haben hier eine schöne Neuheit in diesem Jahr, die dreht sich um das Thema Fun Park. Ja, also Kirmes, Rummelplatz, verschiedene Fahrgeschäfte, die man hier mit dem Baukasten bauen kann. 4 Stück an der Zahl, wie wir sie hier aufgebaut sehen. 1, 2, 3 und 4. Mhm. Ja? Ja. Freefall Tower ist mit drin, den ich damit bauen kann. Ja. Perfekt. Ja. Den Baukasten kann man dann noch schön motorisieren oder mit Blinklichtern ausstatten, die ursprünglich nicht mit dabei sind, aber als Zusatz mit dazugenommen werden, um dann ein Modell, so wie wir es hier sehen, entsprechend zu motorisieren. Moment kurz. Hier haben wir eine Neuheit aus unserem Robotik-Sortiment. Hier steht das Programmieren im Vordergrund. Also die Modelle, die man hier mit Fischer Technik bauen kann, die startet man dann noch mit einem Controller aus, so wie man ihn hier sieht. Und mit Hilfe einer Software schreibe ich über PC, über das Tablet, über das Smartphone ein entsprechendes Programm, welches den Robotern, die hier in Bewegung und in Action zu sehen sind, dann die Befehle entsprechend vorgibt. Hier haben wir dasselbe Prinzip, nur etwas komplexer und hochwertiger. Wir sehen hier im Detail auch die Software. Es ist ein Track-and-Drop-System in Blockly. Und hier wird dann das Programm entsprechend geschrieben, damit die Roboter nachher die Befehle entsprechend ausführen. Etwas einfacher, kindgerechter wird es in diesem Bereich hier mit unserem Early Coding, schon für kleine Kinder ab 5 Jahren. Da sieht man die Software hier oben, ja, also da schreiben sich die Kinder dann ihr eigenes Programm. Wird natürlich kindgerecht erklärt, was hier jetzt für was welches Symbol steht. Und so fährt dann dieser Roboter in diesem Beispiel in einem abgesperrten Bezirk. Ja, er hat einen Liniensensor drunter und erkennt dann, wo er hinfahren kann und wo nicht. Und kann ich dann flexibel programmieren. Wir haben hier den ersten Fischer Technik Baukasten aus Biokunststoff. 60% des Kunststoffes ist aus nachwachsenden Rohstoffen auf Basis von Rizinusöl. Mit so einem Baukasten hier kann man dann 5 verschiedene Tiere mitbauen in neuen, frischen, modernen Farben. Hiermit haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr bei der digitalen Spielwarenmesse den Toy Award im Bereich Nachhaltigkeit gewinnen können. Generell in dieser Ecke sehen wir sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit. Das sind unsere regenerativen Baukästen, die sich um, wie ich es gerade schon gesagt habe, um regenerative Energiegewinnung kümmern. Wind, Wasser, Solarenergie oder sogar ein Brennstoffzellenauto. Mit Hilfe einer Brennstoffzelle wird Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten und der Wasserstoff wird nachher als Antrieb für einen Elektromotor verwendet. Zukunftstechnologie ins Kinderzimmer gebracht. Hier haben wir eine Ecke, an der wir sehen können, inwiefern Fischertechnik auch neue Wege geht. Wir bringen dieses Jahr in diesem Bereich hier 4 verschiedene Baukästen auf den Markt. Relativ kleine Baukästen, die sich nachher irgendwo bei ca. 15 Euro im Handel preislich bewegen. Und hier kann ich mit jedem Baukasten
ein spielerisches Modell bauen. Wie beispielsweise so ein Spiel. Hier geht es im Prinzip darum, so schnell wie möglich die gelben Bausteine in das Feld meines Gegenübers zu schießen. Und wer zuerst eine leere Fläche hat, gewinnt das Spiel. Das möchte ich Ihnen gerne noch zeigen. Das Spiel nennt sich Ping-Pong Bowling. Ziel ist es, mit diesem Tischtennisball den Trichter zu treffen und im Endeffekt nachher über eine Kettenreaktion, die wir jetzt gleich sehen werden, die Kegel umzuwerfen. Ah. Ich hoffe, ich treffe. Ah. Des Weiteren haben wir noch ein Geschicklichkeitsspiel. Ziel dieses Spiels ist es, diese Stahlkugel durch den Parcours hindurch zu befördern. Und last but not least einen Miniaturflipper. Ja? Wenn ich die Kugel durch den Parcours schießen kann und sie dann wieder unten ankommt. Diese Spiele, die wir jetzt hier gesehen haben, gibt es auch alle zusammengefasst in einem größeren Baukasten von Fischer Technik mit dem Build Your Own Game. Das ist ein Kasten, mit dem man 8 verschiedene Spiele bauen kann. Unter anderem dann auch beispielsweise ein Roulette oder ein Glücksrad. Das war's im Schnelldurchlauf. Was ist das jetzt hier? Das hier ist keine klassische Spielware. Das sind unsere Simulationsmodelle. Die nutzen wir in der Ausbildung, im Schulsystem, im Bildungssystem, um beispielsweise Lehrlinge, Schüler, Studenten, Mitarbeiter von Industrieunternehmen fit in Themen wie beispielsweise Industrie 4.0 zu machen. Und da werden Produktionsprozessabläufe vollautomatisiert simuliert. Ja. Wir können es gerne einmal laufen lassen. Ja, gerne. Das ganze Modell ist über eine Siemens SPS-Steuerung angesteuert und verbunden mit einem Dashboard. Über dieses Dashboard kann ich als Kunde mir jetzt ein Werkstück bestellen. Beispielsweise hier ein rotes. Nach der Bestellung läuft die Anlage los und holt das Werkstück zunächst aus dem Hochregallager und anschließend durchläuft es dann mehrere Fertigungsstationen, was wir uns jetzt im Detail anschauen.
Das war die Quantitätskontrolle quasi. Ganz genau. Sortieren. Und richtig einsortieren, nach Farbe sortieren. Das war jetzt mal ein Rundgang bei Fischertechnik.